Der Nahostkonflikt. Als Nahostkonflikt bezeichnet man den Konflikt um die Region Palästina, der dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Juden und Arabern entstand. Er führte zu 8 Kriegen zwischen dem am 14. Mai 1948 gegründeten Staat Israel und einigen seiner Nachbarstaaten, sowie zu zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern. Der internationale Konflikt in der Region dauert bis heute an. Es fing alles mit der Ermordung drei israelischer Teenager an. Das Ganze ging immer mit Revanchen weiter, bis es zu ernsteren Konflikten zwischen den Staaten führte. Es wurden Raketen geworfen, die Reaktionen enthielten Luftangriffe und Bodenoffensiven.